Wäre ein Nein für Markus eine Option gewesen? Der Rettungssanitäter wagte im Rahmen von Hochzeit auf den ersten Blick ein Blinddate vor dem Traualtar. Dort begegnete er der 26-jährigen Jana, die ihn direkt vom Hocker zuhut. Aber auch die Finanzwirtin schien direkt hin und weg von dem 32-Jährigen zu sein. Doch wäre es vielleicht gar nicht zur Eheschließung gekommen? Markus war sich zuvor zumindest nicht ganz sicher, ob er ja sagen würde. Im Interview mit Promiflash plauderte der nebenberufliche Hausmeister aus, dass er seinen Entschluss, ja zu sagen, erst bei der Ankunft seiner Braut gefasst habe. Als ich Jana gesehen habe und wir uns umarmt haben, ab dem Zeitpunkt war ich mir sicher. Die Umarmung war so vertraut und schön, dass ich danach nicht mehr von Jana weg konnte, erklärte der Nordrhein-Westfale. Nach dem Ja-Wort zögerte Markus zudem nicht mit einem Kuss. Seine Ehefrau hatte ihm diesbezüglich aber auch einen kleinen Hinweis gegeben. Auf ihrem Geschenk, das sie ihm vor der Hochzeit zukommen ließ, stand Mut zum Kuss. Er war einfach magisch und wunderschön. Daran erinnere ich mich gerne zurück, schwärmte der Hobby-Lasertagspieler.